Hallo, ich bin Skimaira. Ich möchte hier einen kurzen Rückblick machen. So hat das Blutracheset mit Stufe 20 ausgesehen. Der Bogen ist hier zwar noch auf 18, ist jetzt natürlich auch auf 20, aber es geht eigentlich nur um die Herausforderungen, um das Set auf Stufe 40 zu bringen. Und ja, ich habe dazu nicht wirklich eine Hilfe gefunden. Deshalb starten wir mal gleich eine Online-Blutrache. Es geht eigentlich darum, um die 20er-Treffer-Serie. Also, der Gegner muss natürlich durch Hinrichtungen Schaden erleiden oder durch Schattenangriffe. Ist natürlich am besten, weil dann kann man durch Elbenwut versuchen, gleich die 20er-Treffer-Serie hinzubekommen. Ich habe das Problem. Werden in den Himmel steigen und die Erde entflammen. Dass ich den Hauptmann immer vor der 20er-Treffer-Serie töte. Ja, oder eben dann die Treffer-Serie unterbrochen wird und ich ihn dann töte. Ja. So, ich schalte hier bei den Skills nur kurz um auf geheime Macht. So, um dieses Schwert geht es. Ja, und ich habe die anderen Herausforderungen bereits erledigt, bis auf den Bogen. Töte ein Online-Blutrache-Ziel der Stufe 40 plus im Raubtier, im Raubvogelmodus. Und dann habe ich noch den Dolch zum Hochstufen. Da ist die Herausforderung. Töte ein Online-Blutrache-Ziel der Stufe 40 plus mit einem Reiterschleichangriff. Das heißt, wenn ich jetzt die Trefferserien wieder nicht hinbekomme, ja, dann kann ich eventuell noch im Raubvogelmodus versuchen, den Gegner zu töten oder mit einem Reiterschleichangriff. Dieser Gegner ist aber jetzt auf Bestien, was ich jetzt gesehen habe, ja. Ein bisschen schlechter und er bekommt keinen Schaden durch Bestien. So, jetzt habe ich umgeschalten, dass ich Macht erhalte, wenn ich Schaden erleide. Ich brauche ja für die Trefferserie unbedingt ja, die Elbenwut und ich habe auch natürlich den Skill freigeschalten, damit ich nicht meine ganze Macht benötige, wenn für die ganzen Angriffe, welche eben Macht benötigen. Es geht nur darum, ja, auch mit der Elbenwut ist es mir eben schon passiert, dass ich dann den Gegner vor der 20er-Treffer-Serie getötet habe. Oder ich habe ihn zu sehr verletzt. Und ja, dann wurde es unterbrochen. Die Treffer-Serie, es fängt dann wieder von neu an. Und dann ist er schon tot. Ja. Ich habe jetzt hier eben den Dolch drinnen, der Feind in Brand setzt. Den bin ich ganz nett, da ich eh einen Pyraset-Bonus habe und der Gegner auch Feuer. So. Ja, ich muss auf jeden Fall jetzt Feinde töten, während ich auf einen Drachen reite. Ich habe den Drachen gerade befreit. Er tötet mehrere Feinde. Das zählt jetzt noch nicht.
Aber da sehe ich eben gerade einen Hauptmann, den könnte ich gleich mitnehmen. Der Drache verwundet den schon. Ist schon getroffen. Und rekrutieren. Wegzug. Einer mehr für die Garnison. Kann ich jetzt sehr brauchen für die vierte. Ja. Die vierte Belagerung. So, da habe ich jetzt eh genug Orks, aber wenn ich dann die Burg erobere, dann sicher wieder viele sterben. So, jetzt ist der Drache halt gestorben. Aber ich habe jetzt den rekrutiert, habe nicht aufgepasst. Das heißt, ich muss mir jetzt einen neuen Drachen suchen. Aber ja. Gibt ja da. Das sieht man schon an. Denkst du, ich sehe nicht, was du tust? Wieder nur. Ich sehe Dinge, die du nicht erahnen kannst. Mein Auge durchbohrt Erde und Schatten. Und mein Pfeil durchbohrt Fleisch und Sehnen. Aber der interessiert mich jetzt gar nicht. Ich möchte jetzt einmal die Online-Herausforderung endlich abschließen. So. Wer hat die Drachen befreit? Ihr Futter wurde noch gar nicht gepfählt. Vorsicht! Er könnte auf uns hinabstürzen. Da ist er. Also dann schauen wir mal. Schaden durch Feuer. Das ist mir schon Fernkampf angreifen. So, das mit dem Besten kann ich jetzt vergessen. Ich versuchen, ob ich ihn mit dem Reiter speichern will. Trotzdem verwenden kann. Aber das wird nichts. Wenigstens angreifen. Von der Ferne. Kein Sinn. Bei diesem Übermal. Ich probiere es gleich mit Fernkampf angreifen. Und mit Schatten anhelfen. 1, 2, 3. Wieder mit der Rosen. Du hast genug Zeit im Licht verbracht. Es wird Zeit, dass du die Augen schließt und dich der Dunkelheit ergibst. Aber jetzt schaffe ich die 20er Treffer-Serie eh noch nicht. Er hat noch zu viel Leben. Dann müsste er schon mindestens zwei Drittel verloren haben. So. Ja. Also die... Ich glaube, ich habe nur mal eine Quest offen. Dann kann ich auch einen Drachen rufen. Da gibt es aber einen Trick. Man kann so sich auch in einen Drachen holen. Ohne Probleme. Fremdartige Beschwörung. Was sagen Sie? Nichts, das Sie retten wird. Das kann ich euch in einem anderen Video mal zeigen, wenn es euch interessiert. Also, dafür braucht man die Quest nicht. So. Aber gut sind dann eben vier wilde Teile.
damit man auf den Drachen weiter sitzen kann, ohne ihn erst brechen zu müssen. Dann ist es wie, als wenn man den Drachen überrücken würde. So, habt ihr gerade gesehen? Wieder nichts. Diese 20er-Treffen-Serie. Und ich habe gerade die Elbenwut gebraucht, aber vielleicht zu früh wieder eingesetzt. Also auch mit der Zeit zu früh. Ja. Ich glaube, das wird jetzt nichts mit der 20er-Treffen passieren. Wieder nicht. Der wird wahrscheinlich dann sterben, wenn ich jetzt nochmal die Elbenwut einsetze. Wenn ihr das gehört habt, man träumt gerade. Manchmal bellt er dann im Traum. So. Oh. Ich bin es trotzdem, er hatte noch genug Leben. Eigentlich müsste es noch gehen. Diese Treffer-Szene. Aber ich habe gerade keine Macht mehr. Die hole ich mir jetzt nicht. Das sind eh blaue Balken. Das hat mir den Reiter jetzt umstellen. Ich könnte mir das auch noch helfen. Also jetzt die 20er-Treffer-Serie, da wird er mir wieder vorsterben. Ja, Kampf bis zum Tod. Gern rekrutiert oder wenigstens die Aufgabe gelöst. So, ich werde jetzt umschalten auf den Blutrachebogen, der nur 7 Schuss hat, noch auf Stufe 20 ist, und hoffe, dass ich den hochstufen kann. Dann würde mir wenigstens nur mehr das Schwert und schauen, dass ich ihn treffe. Ich würde durchgehen. Also zwei. In der Luft ziehen ist halt auch immer so. Das ist halt der Hauptvogelmodus, aber den haben sie echt cool gemacht, finde ich. Also
muss ich noch mehr in die Luft. Und ich brauche genau immer wieder das 7 Schuss. So, jetzt reicht. Ich kann zwar noch weiter schießen, wenn ich keine Pfeile mehr habe, aber das geht auf meine Gesundheit. Und das sehe ich, habe gerade nicht wenig. Es gibt den 4er-Set-Bonus. Das mit leeren Köche kann man trotzdem Pfeile schießen. Aber es nimmt halt einen Teil der Gesundheit. Ihr kennt das Vergeltungsset eh sicher. Also diejenigen, die schon haben. Ja, hier sind Pfeile. Super. Ja, da geht mal runter. So, ich hab da, wenn wir das jetzt endlich erledigt haben. Ups, das wäre jetzt. Da wird ja auch. Ich habe jetzt fehlgeschlagen, also so kannst du dann auch mal kommen. Der Hauptmann hat mich auch überrascht. So. Und jetzt. Nicht so einfach. Und jetzt diese dahinter. Ja, okay, aber ich gebe nicht auf. Wir holen uns jetzt noch mal Pfeile. Da habe ich, ja, im Notfall. Ein bisschen Gesundheit habe ich auch noch. Ein paar Pfeile. Jetzt mal runter. Muss ja gleich sein. Ja. Oh mein Gott. Ja, geschafft. Aufgabe abgeschlossen. Und jetzt müsste ich den Bogen endlich aufwerten können. Also wenn er das jetzt gezählt hat, wenn er das jetzt nicht zählt, dann... Ja. Ich habe ja schon von vielen Bugs gelesen. So. Schauen wir gleich mal nach. So, ja, die 20er Trepper-Serie habe ich ja noch offen jetzt immer noch. Den Dolch auch noch. Aber wenigstens der Bogen. Verbesserung möglich. Ja, das Schwert wäre halt wichtig. Aber mal der Bogen ist auch nicht so schlecht. So, den verbessern wir gleich. Und jetzt auf 11 Schuss und Fernkampfangriff 247. Als nächste Aufgabe tötet ein Online-Blutrache-Ziel der Stufe 55 plus mit einem Schattenangriff. Also das müsste eigentlich leichter sein. Ja, hier jetzt zum Vergleich. Der wilde Bogen. Also der ist immer mit Tieren verbunden und auch diesen wilden, also das wilde Set habe ich gemeint, wenn man da den 4er Bonus hat, dann kann man so auch auf Drachen reiten und ich erkläre euch das in einem eigenen Video, wie ihr euch einen Drachen auch so rufen könnt, ohne dass ihr die Quests fertig haben müsst, also alle. So, ja, das war's. Ich muss jetzt noch den Dolch in einen Reiterschleichangriff, einen Online-Blutrache-Ziel töten und beim Schwert die 20er Trefferserie irgendwie hinbekommen. Also da bin ich jetzt echt noch dran. Das ist nicht so einfach. Alle anderen Sets, da ging es nur ums Rekrutieren. Man konnte es auf Stufe 40 aufwerten. Ja, aber bei diesem Set echt nicht einfach. Ich denke, es ist auch eines der besten Sets. Und ja. Deshalb wahrscheinlich auch die schwierigen Aufgaben. Ja. Das war jetzt mal nicht so einfach. Dann versuchen wir es noch einmal. Ja, viel Spaß noch. Tschüss.